Moin Spielautoren, ich wollte heute nur ein kurzes kleines Video dazu bringen zu dem Thema Card Crafting. Ihr erinnert euch, das ist das, was jetzt unter anderem bei Mystic Veil eingesetzt wird. Das heißt, der Autor hat sich da wohl irgendwie überlegt, wie wäre das eigentlich, wenn ich ein Spiel erfinde, bei dem die Spielkarten, die wir Spieler oder die Spieler damit nutzen sollen, nicht dauerhaft immer genauso aussehen, wie ich sie in die Schachtel packe und verkaufe. Das heißt, dass während des Spiels sich diese Karten verändern. Und wer das Spiel noch nicht kennt, da ist es so, man kriegt im Grunde eine Menge Hüllen, Sleeves, Kartenhüllen, durchsichtige. Und da passen andere Folien rein, die immer ein Drittel, ich glaube, so ist es so, mir liegt das Spiel selber nicht vor, ich habe nur ein paar Videos dazu gesehen, aber ich glaube, da sind Folien, die zu einem Drittel bedruckt sind, unteres, mittleres, oberes Drittel, und diese Folien schiebt man dann in die Sleeves rein. Wer noch nie übrigens solche Sleeves gesehen hat, das sind solche Dinger hier, die kann man in ganzen Packungen kaufen mit hunderten von so weiter drin. Und da kommen dann die Spielkarten rein, die man für so wertvoll erachtet, dass man die nicht abgrabbeln will und kaputt machen will auf Dauer. Deswegen stopft man die Spielkarten normalerweise in passende Hüllen rein. Und das hat sich der Autor von Mystic Veil auch gedacht, dass es eine pfiffige Idee wäre. Nicht nur, dass die dann geschützt sind, die Spielkarten, beziehungsweise Folien in dem Fall eher, sondern eben auch, dass dadurch möglich ist, dass die Spieler während des Spiels quasi Folien kaufen. Im Spiel ist auf diesen Folien Mana und eine Landschaft und keine Ahnung was alles drauf. Und die schieben die Spieler, nachdem sie die gekauft haben, halt in ihre Sleeves rein zu vielleicht schon anderen Folien, die da drin sind, und erhalten damit eine immer wertigere Spielkarte dann im Lauf des Spiels. Und ja, damit erfüllt sich dieser Vorteil, dass sich die Spielkarten dynamisch verändern während des Spiels. Und ich habe mir, also nicht erst seit Mystic Veil, sondern schon ein paar Monate lang Gedanken gemacht, eigentlich so in dieselbe Richtung, wie kann ich das machen, dass ein Spiel, dass die Spielkomponenten sich verändern. Ich wühle hier gerade mal so einen Kartenstapel raus, den ich mir zum Demonstrieren auch vorbereitet hatte. Ich habe mir einfach hier selber aus diversen Sleeves so ein paar, ich habe mir da eine stabile Karte dahinter gesteckt. Das ist ungefähr einfach nur so ein Zettel im Grunde, aber eben nicht so labberig wie der jetzt hier gerade, sondern aus stabilerem Karton. Ich glaube, weiß nicht, 180 Gramm Papier war das damals. Das habe ich mir jetzt auf die richtigen Maße für die Kartenhülle zugeschnitten, reingeschoben und davor jetzt nochmal einen dünneren Zettel, so wie den hier, vorhin mal einfach so ausgedruckt mit diesen Motiven drauf, die eigentlich Banane sind. Da haben wir auch nichts weiter zu sagen, außer eben, und das hoffe ich, kann man hier erkennen, wenn ich das mal so in die Kamera halte, da habe ich halt so ein paar Ankreuzfelder gemacht und oben so ein Namensfeld habe ich da einfach jetzt mal mir ausgedacht. Das hängt mit keinem Spiel zusammen, keine Sorge. Es geht hier einfach nur darum, euch zu zeigen, dass ich mit diesem Kram hier plus den Stiften, die ich schon mal hier und da erwähnt habe, diese Städtler Lumo Color mit Wischer hinten dran, die non-permanent schreiben, die man also auch wieder wegwischen kann, dafür ist ja dieser Wischer hinten auch dran, die sich im Zusammenhang mit diesem Kram hier ganz gut eignen. Ich will euch das vorführen. Im Grunde habe ich es hier schon beschriftet. Das habe ich absichtlich vor ein paar Stunden schon gemacht, um zu gucken, ob irgendwie die Tinte nach ein paar Stunden, wenn jetzt ein Spiel, wo die Karten drin vorkommen, vielleicht ewig dauert, und man hinterher das wieder wegradieren, wegwischen will, ob das dann geht oder ob da Rückstände bleiben oder was auch immer. Und ich werde jetzt gleich mal die Kamera hier irgendwie umdrehen, sodass man das dann vielleicht sehen kann. Aber der Plan ist, wie gesagt, zu untersuchen, ob diese billigen Sleeves, das sind wirklich, glaube ich, mit die billigsten, die man so kriegen kann, in Kombination mit diesen Städtler Lumo Color Stiften dazu geeignet sind, entsprechend vorbereitete Karten beschriftbar zu machen und eben aber auch wieder abwischbar, nur eben dann, wenn man es abwischen möchte. Das heißt, auch das müsste, ja, vielleicht mache ich das auch hier in der Luft mal. Also ich habe jetzt hier diese eine beschriftete Karte. Ich habe noch eine ähnliche Karte, die ist nicht beschriftet, so zum Vergleich. Ne? Wink, da sieht man vielleicht. So. Und dann habe ich noch so einen Haufen anderer Karten, auch in Tüten hier, also in Kartenhüllen drin, aber alle blanko. Ne? Und ich packe die jetzt hier halt rein und mische das einfach mal so ganz wild, ohne groß Rücksicht zu nehmen auf, Achtung, da ist was drauf, schwupp, da fliegen die Karten,
auf hier irgendwie was mit darf nicht verwischen und so weiter. Also ich packe da ordentlich zu. Natürlich ist das trotzdem glitschig, wie das immer so ist mit Spielkarten in Hüllen. So, jetzt habe ich hier den Stapel wild gemischt. Jetzt suche ich, hoffentlich finde ich sie wieder. Da ist sie. So, und so sieht sie jetzt aus. Ich weiß gar nicht, ob das scharf wird hier irgendwann mal heute noch. Nee, wahrscheinlich nicht. Da. Also, es ist nicht verwischt, das ist das Entscheidende. Und ach, ich sehe gerade, ich habe gar keine Kreuzchen mehr gemacht. Die habe ich heute Nachmittag mal gemacht und dann wieder weggerubbelt. Aber ich will jetzt eben kurz nochmal vorführen, vielleicht geht das auch hier in der Hand. Wahrscheinlich nicht gut, so gut, wie wenn man es auf dem Tisch liegt. Aber ne, man hat hier den Wischer und kann da jetzt hinten drauf, vorne drauf natürlich, wenn ich es mal finde, hier so über den Kopf, kann man das alles wieder wegwischen. So, ich mache mal den Rest jetzt hier auf meinem Tisch eben schnell fertig mit genau demselben Wischer. Und so. Jetzt habe ich es weggewischt. Nein, das ist nicht die andere Karte. Ich habe keine Trickserei hier vor. Also, ne, man, wenn man jetzt genau hinguckt, und das versuche ich gerade mal bei dieser Beleuchtung hier, sehe ich gerade noch so einen kleinen Schmutzrest von der Tinte, die ich jetzt verwischt habe da. Aber wenn ich mir da eben noch ein bisschen mehr Mühe gebe oder vielleicht mit einem großflächigeren Lappen oder sowas kommen würde, also trockenen Lappen würde schon reichen, dann wäre das wieder weg. Ne? Und der Witz war, oder ist immer noch bei diesen Stiften, der Vorteil eigentlich ist, dass man, wenn man darauf geschrieben hat oder angekreuzt hat, was auch immer, ne, man hält halt jetzt hier wie ein Level dazu gewonnen, mache ich aber ein Kreuz, also ein Kreuz bei Level 2 oder so, keine Ahnung, dann lasse ich das am besten 10 Sekunden lang ungefähr trocknen, weil innerhalb dieser 10 Sekunden ist das noch abwischbar sofort und das verschmiert dann alles. Aber warte ich 10 Sekunden, zack, kann ich das im Grunde schon wieder mitmischen und wie bei einem Deckbilderspiel können dann also diese Karten dann sofort ja, wieder in den Umlauf, auf den Discard-Stapel, auf den, also können wieder neu gemischt werden, neu verteilt werden und so weiter. Und der Witz dabei wäre eben der, dass der Held hier drauf nicht mehr seine Standardwerte vom Anfang des Spiels hat, sondern eben während des Spiels andere Werte bekommen kann, die dann auch, sollte die Karte bei jemand anders dann landen, dann eben auch zum Tragen kommt. Also ne? Ich denke, ihr habt genug Fantasie, ne? Euch ein paar Einsatzmöglichkeiten zu überlegen. Ich selber bin auch dabei zu überlegen, was kann ich damit anfangen, wollte aber hier in diesem Video nicht von einem Spielprototypen berichten, sondern eigentlich nur von der Kombination aus diesen Ultra Pro Card Sleeves, dem Staedtler Lumo Color Stift und meine Erfahrung dazu einfach jetzt hier kurz mal mitteilen. Ne? Also, das ist es eigentlich auch schon. Wichtig ist sicherlich, wenn man sowas versucht, dass die Zettelchen bzw. die Charakterkarten, die man jetzt hier noch mit in die Sleeve reinsteckt, möglichst passgenau sein sollen. Hier seht ihr das jetzt, ich habe das mal ein Stück rausgezogen. Die sollten möglichst passgenau gefertigt sein, dass die auch nicht in der Hülle hier sich verschieben, weil dann hat man nachher Kreuze auf der Folie, auf dem Sleeve, die dann nicht mehr unbedingt zu der Karte passen, zu den Feldern, die man auf der Karte vielleicht dafür vorgesehen hat. Ne? Also von daher sollte dieser Zettel, den man da reinsteckt, oder wie auch immer man das produziert, möglichst passgenau sein. Idealerweise macht man natürlich gar keinen Tüdelkram mit irgendwelchen Sleeves, sondern man schafft es vielleicht, eine Beschichtung für seine Spielkarten in Auftrag zu geben bei einer Druckerei, die sich genauso verhält im Grunde wie Folie, ne, oder wie laminiertes Zeug, weil dann spart man sich dieses Getüdel mit den Sleeves. Ne? Aber andererseits weiß ich, dass viele Leute ohnehin jedes Spiel, was Karten hat, sofort einer kleinen Sicherungsprozedur unterziehen und alle Karten dann in Sleeves packen, sodass das im Grunde auch jetzt inzwischen gang und gäbe ist, zumindest bei vielen Spielern, mit Sleeves zu arbeiten. Und im Grunde ist das also gar kein Mehraufwand für viele Leute. Naja, also. Das, wie gesagt, wollte ich nochmal eben kurz zum Besten geben. Viel Spaß beim Ausprobieren und wer jetzt genau noch Fragen hat, schreibt sie einfach wie üblich in die Kommentare. So, bis später. So, hier nochmal als Detailaufnahme. Jetzt habe ich die Kamera umgebaut. Das ist meine Karte, wie gesagt, in einer Sleeve, in einer billigen Kartenhülle. Und was ich jetzt demonstrieren will, ist nochmal das Beschriften an sich. Das habe ich vorhin gar nicht gezeigt. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel ein Kreuz mache oder hier zwei Kreuze, ne, oder hier jetzt den Namen reinschreibe, Name des Helden. So, wenn ich jetzt sofort drüber wische,
Sehen wir das. Ganz böse. Fingerdreckig, Karte verschmiert. Wenn ich jetzt aber, und das mache ich hier bei den Kreuzen, wie vorhin gesagt, 10 Sekunden warte, dann trocknet die Tinte so weit ein, dass die nicht mehr sofort verwischt bei Kontakt mit anderen Karten durch die Reibung oder bei Kontakt mit den Fingern. Das müssen jetzt 10 Sekunden gewesen sein, jetzt wische ich da mal drüber. Also ihr hört das Geräusch, hoffe ich. Ich wische wirklich drüber und die Kreuze sind da. Also nicht mal minimal verwischt, würde ich sogar sagen. Wohingegen das hier, was ich frisch geschrieben habe, sofort verwischt ist. Wenn ich da jetzt nochmal drüber wische, vielleicht beim Namen, was ich von nicht angepatscht habe, dann dürfte das jetzt eigentlich auch nicht mehr gefährdet sein. Das lege ich mal eben hin hier. Ne? Das Einzige, was passieren kann, ist, dass durch das Fett auf dem Finger, auf der Hand, oder durch die Feuchtigkeit, die man vielleicht beim Spiel an den Fingern hat, wenn man gerade vielleicht am Verlieren ist oder auch beim Gewinnen, wer weiß, dass dann das Beschriften einer feuchten oder fettverschmierten Karte nicht mehr ganz so einfach ist. Das ist ein kleiner Nachteil. Eventuell kommt das ja nur zum Tragen. Ansonsten müssen sich die Spieler eben angewöhnen, ein kleines Handtuch wie ein Opernsänger oder sowas immer griffbereit zu haben. Auf jeden Fall, ihr seht, jetzt ist es nicht verwischt. Jetzt kann ich aber auch hier nochmal mit dem Wischer, der auch schon einiges mitgemacht hat, wie man hier sehen kann, ganz schön schwarz schon, kann ich das nochmal demonstrieren. Also hier habe ich schon angefangen. Wischi, wischi, wischi. Ganz easy peasy geht das ab. Und das geht eben auch mehrfach. Das heißt, ich kann jetzt auch gleich wieder drüber schreiben. Ne? Zack. Und ich habe übrigens hier zum Vorführen den Staedtler Lumo Color Correctable in der Stufe oder in der Stärke F gewählt. Warum? Weil er... ja, das ist die feinste Variante, die mir bekannt ist. Schreibt also relativ fein. Ist für kleine Eintragungen, wie hier so kleine Kreuzchen oder sowas oder Namen, genau richtig. Und je feiner die Stifte schreiben, desto weniger muss man natürlich hinterher auch wegwischen. Ne? Das heißt, wenn ihr irgendwie eure Spielkarten dann so gestaltet, dass da ganz viel ausgefüllt oder angemalt werden muss, ist das Quatsch. Dann fürchte ich, taugt das alles nichts. Dann habt ihr eh erstens das Problem, dass der Stift bald alle ist. Oder die Spieler eures Spiels haben das Problem dann. Und es ist halt unheimlich viel Arbeit, dann die Karten wieder sauber zu kriegen nach einer Spielpartie. Das müsst ihr ja immer im Kopf behalten dabei, dass die Spieler irgendwie, nachdem sie jetzt gespielt haben, nicht noch irgendwie 3 Stunden lang hier euer Equipment wieder oder ihre Spielkomponenten wieder freiwischen wollen, sondern möglichst schnell damit durch sein wollen. Klar, die Reichsten unter den Spielern, die nehmen dann einfach vielleicht das alles raus, schmeißen die Kartenhülle weg, nehmen eine neue, packen alles wieder rein und sind fertig fürs nächste Spiel. Aber im Idealfall möchte ich einfach mal behaupten, ist es sicherlich besser. Ich merke gerade, es verschmiert jetzt alles, weil ich da mit dem Finger dran war. Da würde jetzt ein Taschentuch wahrscheinlich gute Dienste leisten. Mal gucken, ob ich eins in der Tasche habe. Ja, habe ich. Das ist ein handelsübliches Nasenputztuch. So, und da gehe ich jetzt mal großflächig mit drüber. Und auch hier mit den beschrifteten Namen. Und ihr seht schon, ruckzuck. Jetzt muss man sich natürlich vorstellen, das Spiel besteht vielleicht nicht aus einer Karte, die beschriftet wurde, sondern aus, weiß nicht, 100, 120, 110 ist so eine gängige Zahl. Dann kann das einen Moment dauern. Aber ehrlich gesagt, wenn man mal eben so ein Zeba oder hier so ein Tuch, so ein Taschentuch zur Hand nimmt und dann mal kurz großflächig rübergeht, dann braucht man pro Karte vielleicht 2-3 Sekunden. Und ist relativ schnell durch. Und wie gesagt, je kleiner die Bereiche sind, die überhaupt ausgefüllt werden müssen, desto schneller geht das dann natürlich auch. Ne? Und wer weiß, vielleicht hat ja euer Spiel dann auch später Karten, aber nur ganz wenige davon. Und auf andere Elemente muss gar nicht gemalt werden und so weiter. Ne? Ja, also, so, was ich jetzt vielleicht, ja, jetzt hier kann man es gut sehen. Also zumindest auf meinem Display sehe ich das jetzt gerade. Ihr seht da hier... Diese Eindrücke, es sieht so aus, als würde der Name, den ich da hingekritzelt habe, immer noch irgendwie in der Folie eingetragen sein. Ich bewege das hier mal so ein bisschen, damit man mal sieht, auch die Kreuze, ne, vielleicht unten da, wo die eben noch aufgemalt waren. Und da frage ich mich, das wird aber auch jetzt ein Langzeittest zeigen, ob die Tinte doch so ein bisschen Schaden an der Folie hinterlässt. Das also die Tinte vielleicht das so ein bisschen anlöst oder sowas, das Plastik hier, den Kunststoff, dass das auf Dauer dann irgendwann dann auch wirklich nichts mehr taugt und keine Tinte mehr annimmt womöglich.
Bisher liegen mir dazu keine Erfahrungswerte vor, aber das ist, wollte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Das ist das, was ich hier bei diesen Sleeves mit dem Stift beobachten kann auf jeden Fall. Und das könnt ihr hier, wie gesagt, auch sehen. Im normalen Licht, mit normalem Lichteinfall, wie man hier sehen kann, ist davon nichts zu erkennen. Also es stört jetzt nicht, ne? Aber wer weiß, wenn der Kunststoff da angelöst wird, ob man dann irgendwann durch die Hülle durchschreibt, auf das, was da in der Hülle drin steckt, weiß ich nicht. Steckt ja auch noch quasi in den Kinderschuhen, diese Technologie, wenn man mal von Technologie sprechen mag. Na, auf jeden Fall, das jetzt nochmal eben kurz ein Detailvideo zu dem, was ich eben eh schon alles von mir gegeben habe.